Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Klaus-Peter Wilsch für die CDU-CSU-Fraktion. So viel Zeit muss sein. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Herr van Aken, Sie setzen das Thema ja immer wieder auf. Das ist Ihr Leib- und Magenthema. Aber es ist schon schwer erträglich, mit anzusehen, in welcher Selbstgerechtigkeit Sie sich da suhlen bei diesem Thema. Wenn wir das so machen würden, wie Sie gerade sagen, einfach verbieten und nicht links und rechts gucken, dann hätte der IS die Jesiden noch in viel größerer Zahl abgeschlachtet, dann wären die Kurden nicht in der Lage gewesen, die Peschmerga, den IS zurückzuschlagen, Kobane wäre gefallen und wir hätten dieses Zurückdrängen dieser Steinzeit-Islamisten nicht möglich gemacht, ohne unsere Lieferung von Milan und Sturmgewehren in diese Region. Wenn man selbst schon nicht helfen will, dann muss man wenigstens die, die bereit sind zu kämpfen, ertüchtigen, dass sie den gerechten Kampf führen können. Und das haben wir in diesem Falle gemacht. Sie versuchen ja immer wieder den Eindruck zu erwecken, das sei so etwas wie Gebrauchtwagenhandel in Libanon oder so, was hier stattfindet bei uns mit Rüstungsgütern. Sie wissen ganz genau, dass es anders ist. Aber weil ja die Wahrscheinlichkeit nicht auszuschließen ist, dass, auch wenn wir eine wiederholte Debatte zum gleichen Thema haben, auch wieder neue Menschen vielleicht zuhören, will ich die Grundlagen der Rüstungsexportpolitik noch mal kurz darlegen. Es ist klar geregelt, die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in der aktuellen Fassung vom 19. Januar 2000 liegen dem zugrunde. Das ist ein Beschluss aus einer Zeit, als Rot-Grün regierte. Wir haben in einer großen Kontinuität eine große Zurückhaltung in all diesen Fragen des Exports kritischer Güter von Rüstungsexport an den Tag gelegt. Einige bei uns finden zu zurückhaltend. Es ist keinesfalls so, dass es irgendeinen Anspruch auf Genehmigung gäbe. Jede Rüstungsexportgenehmigung ist eine Einzelfallentscheidung. Gemäß Außenwirtschaftsgesetz und Außenwirtschaftsverordnung ist die Ausfuhr aller Rüstungsgüter genehmigungspflichtig. Rüstungsexporte werden grundsätzlich nicht genehmigt, wenn der hinreichende Verdacht besteht, dass damit interne Repression oder sonstige Menschenrechtsverletzungen ausgeübt werden. Die Prüfung und Genehmigung der Ausfuhr von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern obliegt dem Bundessicherheitsrat, der geheim tagt. Den Vorsitz hat die Bundeskanzlerin inne. Zusätzlich sind im Bundessicherheitsrat der Vizekanzler sowie die Bundesminister der Verteidigung, des Auswärtigen, des Innern, der Justiz, der Finanzen, für Wirtschaft und Energie und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Chef des Bundeskanzleramts. Gegebenenfalls werden Generalinspekteur hinzugezogen und Regierungssprecher. Bei der Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung handelt es sich nicht um einen formellen Akt. Es besteht kein Anspruch. Es sind vielmehr zahlreiche Gesetze und Vereinbarungen zu beachten, die schon kurz angerissen worden sind. Im Einzelnen geht es um das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, um das Außenwirtschaftsgesetz, um den Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren und Prinzipien zur Regelung der Transfers konventioneller Waffen der OSZE. Dazu haben wir erst vor wenigen Wochen, Stichwort kleine und leichte Waffen, mit der 6. Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung die Kontrolle über die Ausfuhr von bestimmten Rüstungsgütern verstärkt. Es ist hier neu geregelt worden, dass die Grundsätze der Bundesregierung für die Ausfuhrgenehmigungspolitik bei kleinen und leichten Waffen dazugehöriger Munition und Herstellungsausrüstung in Drittländer am 18. März 2015 und die Eckpunkte vom 8. Juli 2015 für die Einführung von Post-Shipment-Kontrollen bei deutschen Rüstungsexporten umgesetzt werden. Der Exporteur muss eine Erklärung des staatlichen Endempfängers der Rüstungsgüter beibringen, die über den sogenannten Re-Export-Vorbehalt hinausgehen. Grundsatz neu für alt. Grundsatz Neuvernichtung bei Aussonderung, ein umfangreiches Kontrollwerk, was sicherstellen soll, dass in jedem Falle die Waffen nicht unsachgemäß weitergegeben werden oder unsachgemäß eingesetzt werden. Ich will
auch noch mal deutlich machen, gerade an dem Beispiel, das Sie fälschlicherweise auf See gelegt haben. Es ging um Tankflugzeuge für Großbritannien. Es ist ein europäisches Projekt. Da können wir nicht einfach als Deutsche jetzt mal dieses ganze Projekt zu Fall bringen, wenn wir mit einem NATO-Partner ein solches Geschäft machen und europäisch nicht mehr handlungsfähig sind innerhalb unserer industriellen Partnerschaften, dann beschädigen wir damit unseren Industriestandort Deutschland. Wir müssen uns in diesen Fällen der engen Zusammenarbeit versichern. Deshalb ist es gut, dass wir uns in ein europäisches Regelwerk auch hier eingeflochten haben. Die Notwendigkeiten, denen wir uns ausgesetzt sehen, wenn wir auf die arabische Halbinsel schauen, alles andere als der Garten Eden und alles andere als ein Hort blühender Stabilität, machen flexibles Handeln und machen Eingehen auf die konkrete Situation von Fall zu Fall notwendig. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nicht als ein Land, als auch nicht der große Weltpolizist, ein Land alleine, diese Problemfelder in unserer Welt bereinigen können. Kein Staat der Welt kann heute, so heißt es im außenpolitischen Konzept der Bundesregierung von Februar 2012, kein Staat der Welt kann heute nur mit militärischen Mitteln oder allein für seine Sicherheit sorgen. Hierbei misst die Bundesregierung insbesondere der Entwicklung und weiteren Vertiefung sicherheitspolitischer Partnerschaft mit Staaten in entfernten Regionen, sowie deren jeweiligen Regionalorganisationen, zum Beispiel Afrikanische Union, Arabische Liga, große Bedeutung bei. Es gibt einen geregen Besuchsaustausch, um die Kontakte am Leben zu halten, natürlich auch zum Nutzen für unsere Exportwirtschaft, aber auch, um immer wieder am Gesprächsfaden zu arbeiten und die Möglichkeiten der friedlichen Konfliktbeilegung und der Unterstützung im Kampf gegen Terror, Piraterie und andere Geißel, die die Menschheit heimsuchen, zu erzielen. In diesem Zuge bleibt es nicht aus, dass wir mit Staaten reden müssen, deren staatliche Verfassung, mit der, wie wir sie uns gewählt haben und wie wir sie errichtet haben in unserem Lande, nicht übereinstimmen und viele Unterschiede aufweisen, die es uns nun nicht gerade dahin ziehen lässt, sondern wo wir sagen, mag jeder das machen, wie er es für richtig hält. Wir sprechen an, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt, aber wir sehen, die Welt ist, wie sie ist, und wir müssen mit dem Sachen der Wirklichkeit anfangen und mit der Welt leben, die wir haben. Wir arbeiten alle jeden Tag ein Stückchen dran, die Welt besser zu machen. Und das, was Sie hier vortragen, Herr von Aken, dass dabei Waffen grundsätzlich von Übel sein, kann ich eben nicht nachvollziehen. Genauso wie wir unseren Polizisten, unseren Soldaten zugestehen, mit der Waffengewalt die Rechtsgüter, für die sie einstehen, durchzusetzen, werden wir das anderen Staaten nicht verwehren können. Und wenn ein Land seine Küste nicht alleine schützen kann, weil sie nicht die entsprechende Industrie dafür haben, rufen wir ihnen freudig zu, wir haben sie. Ihr kriegt von uns Patrouillenboote, wenn ihr die bestellt bei uns und braucht, das sichert den Wolgast Arbeitsplätze bei der Lürsenwerft, gerade der Deal, von dem wir das letzte Mal sprachen. Und es ist keinem Land zu verwehren, dass es eine Küstenpatrouille, einen Küstenschutz aufbaut, um sich gegen Insurgenten und alle möglichen kriminellen Elemente, die weltweit unterwegs sind, hier auch zur Wehr zu setzen. Das gehört zur internationalen Politik dazu. Das ist eine Frage von Sicherheits- und Außenpolitik. Es ist keine normale wirtschaftliche Sektorbetrachtung, das haben wir nie behauptet. Gleichwohl bin ich der festen Überzeugung, wenn nun das G36 nicht nach Saudi-Arabien kommt, werden die saudischen Einheiten wahrscheinlich trotzdem nicht mit Holzgewehren rumlaufen, sondern einen anderen Lieferanten finden, der ihnen bereitwillig die entsprechende Technik zur Verfügung stellt. Ich wünsche mir, dass mit unserer restriktiven Politik, wo wir versuchen, Einfluss zu nehmen in die Länder, wir Sicherheitspartnerschaften generieren können in der Welt und dass das zum Wohle sowohl der deutschen Industrie, der Deutschen insgesamt, aber auch der internationalen Partner geschieht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.